Und da geht das weiter mit Fallout, what the fuck, nicht, wenn ich meine Ansagen mache, reinlabern, dankeschön. Wir gehen jetzt noch herunter und zerdödeln diese, Würste da unten. Als letzte uns bekannte Nest der Fallensteller. Und dann haben wir ziemlich reingeschniedelt schon, was das angeht. Wir haben den Fallensteller König schon geblättelt, von dem wir gelernt haben, dass er eigentlich nur jemand war, der da hingeschickt wurde, so wie wir. Aber naja. Endlich geht's mal zur Sache. Oh, Schäsel. Endlich geht's mal zur Sache. Was habe ich denn jetzt für eine Wumme? Ah, nee, das war die falsche. Ah, gut, das ist die richtig. Das ist die richtig. Eigentlich muss ich den gar nicht abknallen. Ich habe doch mein Glüppel. Glüppel, oder? So. Schöpfkelle. Den lasse ich jetzt einfach dann gleich in unserer Hand. Zumindest, falls wir gegen Ghule kämpfen. Bei allem anderen soll ich dann vielleicht doch eine Wumme nehmen. Vor allem bei den ganz großen Viechern. Aber so fürs Erste ist der doch recht schlank. Ich habe eben gefrühstückt und zu Mittag gegessen, mehr oder weniger. Gebruncht, wenn man so will. Und habe mir dabei Jim und Andy angeguckt. Extrem ultra derisis. Ich will gar nicht so arg viel davon berichten. Echt ein cooles Teil. Gerade wenn man so Jim Carrey-Fan ist. Und ja, das zerrüttelt einen richtig. Ich wusste, dass es so eine emotionale Geschichte wird, wenn ich mir das angucke. Weil Jim Carrey auch jemand ist, der also in meiner Kindheit eben ganz, ganz groß war. Also so für mich. Also er war sowieso ein, war und ist ja auch nach wie vor ein Star. Aber er hat so echt stark meine Kindheit geprägt. Und ja, das war echt ein cooles Teil. Coole Reportage, mehr oder weniger über seine Performance. Ah, während dem Dreh von Man of the Moon. Und ja, das ist Wasser hier, okay. Ich dachte, oh Gott. Ein Angler, der uns aber noch nicht gesehen hat, ne? Ah, er spuckt schon auf uns, super. Ich will doch eigentlich nur zu den Leuten. Alter, Maul, Marlock. Alter, Maul, Marlock. Schieße auf deine kleinen Kackfüße. Ah, wo ist eigentlich die Trulla? Warum hilft sie uns nicht? Dann ist Duck da noch ein bisschen da unten. Dabei. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal hier hoch. Oh Gott, da ist der Angler. Er spuckt mit Kot, der uns verbrennt. Wir entdecken einfach mal das Schiff, bevor wir jetzt komplett niedergemetzelt werden. Was zum Teufel war das, fragst du? Tja. This was an angler. Vielleicht kommen wir einfach weg. Ja, wir sind schon weg. Oh, der ist aber doch ziemlich nah an uns dran, der Meyerlurk. Ach, da läuft ihr hinterher und kloppt sie. Na, okay. Ist mir egal. Mutiert erfahren, ich habe Minuteman fahren gelesen. Oh. 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 Ah, nein, hör doch auf mit dem Scheiß. Die lockt die sonst an, ich will die doch wegsnipen. Ich hab Blut auf meinen Stiefeln. Super, wir sind immer noch in Gefahr, Kate. Klasse gemacht. Schalalala. So, warum sind wir... Ah, immer noch in Gefahr. Warum? Weswegen? Ich sehe noch nicht mal irgendwelche roten Dinge auf der Karte. Vielleicht buggt das gerade die Anzeige. Wir schauen mal. Also ich meine, eine fette Speicherung, denn das ist echt ein harter Tobak da vorne. Da ist ziemlich viel an Gegnerschlagkraft. Wir nehmen den Jagdboy mit. Und können vielleicht schon direkt die erste da oben wegnatzen. Die auf diesem Ausguck steht, da drüben. Ach, so eine Figur. Raffinierte Pisser. Bitch! Hörst du das? Ja, ich habe den Schuss gehört, den ich eben abgegeben habe. Kete. Shit, Mann, da vorne ist... Ich muss die Dosis verringern. Dumm Verringer. Hallo? Du bist doch clean. Du dumme Kuh.
Ist hier mal close? Nee, ne? Ah, da ist direkt... Da vorne war irgendwie direkt die angepeilte Trulla. Oh, Schissel, geht das weit? So viel los. Das fängt hier an und geht komplett darüber. Ah, da drin. Hält die sich auf. Schießt die... Nee, die fällt nicht um, mir fällt nur der Kopf ab, ne? Okay, Planänderung. Schnell speichern und jetzt so halt ran. Und dann eben wohl oder übel mit Jet arbeiten. Jet time, bitch. Also hier wahrscheinlich noch nicht, ne? So. Ja, ich lasse es dich wissen, wenn ich irgendwie was brauche. Hier sind wir schon mal ein bisschen gedeckt, das ist gut. Da vorne ist jemand, den lassen wir jetzt. So, bye bye. Da fällt mir ein, wir haben ja mittlerweile unser Level up. Das heißt, wir könnten auch noch was skillen. Wie Behind, Alter. Wow. Der hat die Trulla schon gelegt. Au. Es hat sich ausgepumpt, Pisser. Oh, wow. Ich bin so ein guter Schuh. Hinter mir geht dagegen was hoch. Oh. Nee, doch nicht. Er lebt noch. Hahaha. Oh, fuck. Oh. Leute. Ich bin doch auch nur ein armer Mann. Hört doch mal auf. Und ich komme mal. Ich komme euch. Hey, komm ich dir gleich hin, mein Freund. Okay. Ja, da gehe ich jetzt wirklich hin. Ist hier sonst noch irgendwas hinter uns? Nee. Ja, ich nehme das Jet gleich. Oh, shit. Haha. Komm her. Ich frage mich, ob die hier nicht zu mir hoch können, weil sie da nicht hochsteppen können oder was so los ist. Naja, da geht davon aus, dass es schon der Tod wäre, wenn alle drei Strahlen auch treffen würden, aber... Ja, die treffen halt nicht jedes Mal. Und deswegen ist dann doch nicht viel los erstmal. So. Waiting in the sky. Jawohl. Celepe. Okay, du bist also da oben. Oh fuck. Bist du dumm? Guck mal, so schmeißt man da gerade. Hallo? Popöchen, Popöchen, kommst du schon direkt auf mich zu? Ich will eigentlich Granaten, ne. Ah, die sind auf 7, nicht auf 8. Ich verpeile manchmal einfach diese blöde Legung von uns. Das da unten, ah, da unten sind auch welche. Ja, das ist echt ein riesen Konstrukt hier. Wir gucken am besten, dass wir direkt auch so viel wie möglich ausräumen. So. Aua. Da vorne sind auch welche. Gehen wir erstmal zu denen. Okay, ich muss gleich wieder ein Ding nehmen. Je m'appelle Je. Oh shit. Das ist ein haariger Fallensteller. Okay. Ich gebe ihm erstmal alles, was wir haben. Ich gebe ihm auch ein Critical. So, dass er sich endlich verwandelt. Komm her, verwandel dich. Schnell, 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 schnell. Na also. Und so. Jetzt nehmen wir ein Stinkpack und Jet. Ja! Boah! How is this? Hoppala. How is this gefallen, you? Hm? Gut, ich weiß. Gut. Er schmeißt immer noch mit Granaten hier rum, aber die sind nicht hier. Hoppala. Sind hier nicht. Die kommen nicht rein. Oh Gott, was ist das? Guckt euch jetzt an, wie riesig das alles ist. Da unten laufen sie auch rum. Ne, das ist eine Leiche, oder? Ne, das ist jemand, der schwimmt. Das ist jemand mit Low Life, wisst ihr was? Naja. So.
Ich habe eine Überlegung überdacht. Und jetzt? Hä? Ist er tot? Warum zappelt denn der so rum? Okay, Leute. Ja, mach ich erstmal den weg, der weiter weg steht, okay? Vielleicht treffe ich auch den, der vor mir steht, automatisch. Obwohl ich den da oben hätte eher in die Füße schießen müssen. Bumm. Oh, oh. Okay, der ist ultra am Dancen da im Wasser. Ich hätte eine Waffe aufgehoben, ne, von dem. Ne, doch nicht. Ja, doch. Ne, Machete. Das ist total scheiße. Obwohl, wir müssen ja jetzt ein bisschen Geld sparen. Vielleicht nehmen wir die mit, um sie dann zu verkaufen. Und dann haben wir wieder Cash. Weil wir ja Munition kaufen müssen. Krass, hier ist so viel. Das ist so. Auf so vielen Ebenen findet das hier statt, alles. Dann nochmal hier hinten in diesem kleinen Ding. Dann gehen wir halt erstmal hier drauf. Wir lassen den oben. Ich weiß, da lebt immer noch dieser Binge. Was ist das denn? Was ist das für eine. Oh Gott, wir sind fast tot. Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Shit, ich weiß nicht, ob wir das jetzt überleben. Direkt diese Stelle hier. Wahrscheinlich nicht. Doch, haha. Okay, direkt mal schnell speichern, so. Und ich wechsle mal eben auf das Teil da unten. Und wisst ihr was, wenn ich hole mir gleich die Waffe von dem Pisser. Von dem da. Mit dem seine Waffe. Oh Gott, ist das eklig. Wow, ist er weg? Ah, da ist er. Ah, super, wie viel ich ihm geben kann. Abnormal, wie der reinhämmert, ne? Die Waffe muss ich haben. Es klingt vor allem so, als hätte ich dafür sehr, sehr viel Munition. Muss irgendwas Kleineres sein. So, was hat er da? Nein, 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 nein. So. Okay. Irgendeine schallgedämpfte. Das ist ein schallgedämpftes Kampfgewehr, das auf. Davon haben wir jetzt zwar nicht so viel, aber was haben wir hier als 45er dabei? Atomswillen. Also ich leg mal den Revolver wieder weg, weil das ist echt ein Scheißding. Das sieht schon cool aus, oder? Ach, Käthe. Käthe, du bist so brutal. Du bist so brutal für die Welt. Mit dem Dönermesser. Wie fühlt sich's an? Ein Teddybär. Den werden wir gleich brauchen. Oh mein Gott, ist das cool. Ja, wir haben ja gerade echt ein kleines Problem. Gut. Es ist schon irgendwie geil, damit zu schießen, aber. Ich glaube, wir verbrauchen damit zu viel Munition, die wir also viel sinnvoller mit dem Ding hier verschießen könnten. Weil wir hier noch den extra Damage haben. Sehr gut, die ging nicht hier rein. Okay, wo schmeißt denn der hin? Direkt da oben dran. Warum hat der unendlich viel Granaten? Was soll das? Sind wir da auf der Granate farmen oder was ist da los, ha? Oh. Ah. Nach sowas habe ich hier gesucht. Ich habe sie noch nie so tollartig gesehen. So. Dum, dum, da, 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 da. Jetzt komme ich hoch und hol die Leiche. Leckere Scheiße. Da drüben, auf sie. Ja, naja. Ist alles noch nicht das Wahre mit den Waffen. Ich muss mich jetzt, glaube ich, hier noch ein bisschen mit den normalen rumschlagen. Man da durchfallen kann? Na, lieber nicht probieren. Das finde ich bei Fortnite übrigens extrem schwach, dass man da nicht
dass man da nicht durch offensichtliche Löcher in Wänden durchgehen kann, sondern erst die Wand zerlegen muss. Und das Loch der Wand einfach nur dazugehört zu der Wand selbst. So. Also, Bingy Boy. Oder Girl, keine Ahnung. Legen wir los. Ja! Oh! Oh! Oh. Ja, erstmal weg mit der Waffe oder mit deinem, keine Ahnung was. Ich bin mit der Maus komplett runter von meinem Mauspad. So weit musste ich. Das ist ja eine Hackfresse. Okay, down. Das war eine Quest. Für wen haben wir diese Quest gemacht? Frage ich mich. Oh, da war das vielleicht sogar eine jetzt von der Bruderschaft, wo ich gemeint habe, ah, okay, dann müssen wir noch in die neue Welt, wo wir jetzt da sind. So eine Säuberungsquest von der Bruderschaft. Du musst da hingehen und du musst einen Fluxkompensator suchen. Danke. Ich glaube, das war sowas. Jetzt haben wir sie gesäubert, ja? Die ganze Kack-Grove-Geschichte. Okay. Grove is read. It's home. This is my love. Map. Oder warte. Aha. Ah, geht zu Chase zurück. Okay. Achso, ja. Naja. Na, das war für die Seefahrerin. Die Quest. Dann haben wir das jetzt ja erstmal gemacht. Wir gehen zurück zur Seefahrerin und schauen, ob die in der City noch irgendwas von uns wollen. Was ist denn da jetzt auf meinem Handy? Oh, der Burl. Der Big Burl! Man nennt ihn auch Big Burl? Big Burl, right hurl. Diddle de de de. Ich drehe gerade an dem. Ich drehe gerade an dem Ding das Spiel laut los. Jetzt mache ich es viel lauter. Fascinating. Ladezeiten, bitte hört auf. Juhu! Weiter geht's! Hey, Seefahrer Snitch, wir haben da was repariert. Ich meine, erledigt. Unterschätzt diese Fallensteller bei der Azalea nicht. Ich habe sie nicht unterschätzt. Die MS Azalea ist bereit. Ich schicke einen Arbeitstrupp rüber. Und sobald wir einen Teil von diesem Schiff haben, wird der Rumpf einen tollen Anblick bieten. Ich habe es nicht gesehen, wie viel. Ah, ich ziehe mir gerade Socken an. Mensch, Rumpf, so ein Spruch. Und jetzt? Was ist das schon? Seefahrerin? Du hast die ganzen Fallensteller mit. Seefahrerin? Ach, ich wollte doch eigentlich den Aderlasser benutzen. Boah! Ach du Scheiße. Okay, sie ist fast tot. Krasser Tonback, aber richtig starker Tonback noch. So. Das war's schon hier. Der Nebel. Ja gut, dann gehen wir nach Arcadia und machen den Scheiß mal. Wir haben ja jetzt Sachen gemacht. Und bericht mal, dass der... Ach genau, der ist tot und wurde gegessen. Der eine Synth, nachdem wir jetzt schauen sollten, der Zipf. Der pimpfige Synth. Der ist doch tot gegangen, der Schickfaller. Dann haben die den einfach aufgegessen, die Assis. Richtige Assi-Kabasis. Moment mal, was hat eigentlich... Jetzt bin ich doch sehr interessiert und gespannt. Was hat denn unsere... Was hat sie denn jetzt... 61? 66, oh mein Gott! Der Zahnstocher ist nur 5. Ziel bluten und werden vergiftet. Außergewöhnlicher Schaden. Außergewöhnlicher Schaden, kann ich nur lachen. Klub, Ziel blutet und erleidet 25 zusätzliche Schadenspunkte, mein Freund. Nicht wie dieser Zahnstocher, dieser Pimmelkrauler, wenn ich ihn so nennen darf, ja? Weil er so weich und lächerlich ist. Nee, wir haben jetzt nämlich einen richtigen Zahnstocher. Ah, manchmal beutelt er mich noch, der Husten. Aber nur aus dem Reiz heraus. Dima, ich muss reden mit Dima. Wo ist Dima? Hi. Hi. Ja? Ist hier irgendwas? Kannst du mir etwas über die Nebelkondensatoren erzählen? Die Dinger? Dima und ich haben sie entworfen, als klar wurde, dass der Nebel immer schlimmer wird. Sie sind effektiv, haben aber nur eine begrenzte Reichweite.
Dima bestand darauf, dass wir sie den Leuten in Far Harbor zur Verfügung stellen. Und darüber bin ich froh. Ohne die Kondensatoren hätten sie jetzt nichts mehr. Okay. Es sieht so aus, als hätte Dima einiges an sich verändert. Das ist eine Untertreibung. Wir haben zusammen so viele Modifizierungen vorgenommen. Er war nur ein Prototyp, nicht geschaffen für all das hier. Es war viel Arbeit, die Beschränkungen des Designs zu überwinden und seinen Speicher zu erweitern. Es ist wirklich bemerkenswert, oder? Er hat so viel geschafft. Er ist so viel mehr, als er einmal war. Und er denkt immer nur an die anderen. Hüsche! Ich habe diese Speicherlaufwerke, die du haben wolltest. Oh, das ist super. Danke. Nur die zwei? Wirklich? Ich dachte, es wären drei. Du hast nie von einer bestimmten Menge gesprochen. Gibt's ein Problem? Hm? Nein, kein Problem. Nicht wirklich. Es ist nur, ich war mir eigentlich sicher, dass es drei waren. Nun, du hast deinen Teil erledigt, also erledige ich meinen. Danke, dass du Money, money, money! Yeah, money! I need money from you, bitch! Okay. Was hast du denn vor? Wer ist denn das da, die Chase? Ach ja, stimmt, wir sollten für sie nach dem Knilch suchen. Dein vermisster Synth wurde von Kannibalen-Fallstellern geschnappt. Er hat nicht überlebt. Der arme Kerl. Dieser Synth wollte hier in Frieden leben und wir haben ihn auf die schlimmste Art im Stich gelassen. Es ist meine Schuld. Ich hätte ihn treffen sollen. Verdammt nochmal. Ich bin froh, dass du die Sache abschließen konntest. Hier, für dich. Und sagen wir 200 Kronkorken? Ah, also bei Geld hört bei mir natürlich die Bekanntschaft auf, Cynthia. Bei den Risiken, die ich eingegangen bin, verdiene ich wohl mehr als das. Ist wohl nur fair. Dann 250 Kronkorken. Es ist folgendermaßen, meine... Doch, mein Sohn ist krank. Ich habe gesehen, was ihr hier alles habt. Da kannst du sicher noch was drauflegen. Gut, 300 Kronkorken. Ich rate dir, dein Glück nicht noch weiter zu strapazieren. Chase, gestern bin ich hingefallen, es ist in Ordnung. Nur um das klarzustellen. Ich mache das nur wegen der Kronkorken. Dachte ich mir schon. Oh nein, das wollte ich doch gar nicht machen. Ich wollte nur wissen, dass ich deine Mühen zu schätzen weiß. Danke nochmal für deine Hilfe. Pass auf dich auf. Dass ich war. Des Killers optimierte Schniedelpistole. Sehr schön, sehr schön. Oh. Schon wieder Level Up. Wir hatten doch eben erst ein Level Up, oder? Letzte Folge. Jetzt rennt's aber, Leute. Der Rubel rennt. Rennt, wie man sagt. Der Rubel rennt. Kate halt ein verschissenes Mundwerk. Okay. Sonst werd ich Base. Ich werd Base. Und dann lasse ich dich mal zur Ader, Fräulein. Aber mal ganz schnell. Ja, arkadische Ideale. Haben wir noch eine neue Quest, oder was? Do we got another query? Do we got another query? Okay. Im Moment war es das jetzt erstmal. Wir haben nur noch die Quests der Dös-Battle. Und da gehen wir jetzt auch direkt dran. Da kenne ich nichts. Ich trinke Pisswasser, seit ich 4 bin. Also auf und dahin. Pisswasser, wo ist es denn da oben? Nein, Markierung entfernen. Ja, da möchte ich hin. Lecker Schmecker. Ich krieg gerade mal einen Schluckel. Ich habe mir jetzt gerade mal kohlensäurehaltiges Wasser geholt. Das ist irgendwie kratziger, in Anführungsstrichelchen. Das brauche ich jetzt. Wie dieses Weiche. Das ist nicht so gut, wenn man krank ist. Nicht so gut. Also, Kate, du musst aber auch trinken. Du trinkst zuerst, Kate. 3, 2, 1. Sau lecker. Kate. Folge der Gestalt. Folge Gestalt. Okay. Verstehen. Satellit. Wer bist du? Schon mal gewesen. Entschuldigung. Komm. The fuck, dude. What the? Land der Kinder. Aber ihr könnt doch gar keine Kinder haben mit euren verkratzten Genitals. Wenn ihr euch hier in diese Scheiße reinsetzt. Das ist doch total unfruchtbar, euer Schoß. Habe ich mein Inventar noch? Also ich könnte jetzt Ding nehmen, ne? Irgendwas gegen die Verstrahlung. Wir sind nämlich echt hart am Schisseln gerade.
Oh. Ach, das sind unsere Freunde. Ah, ich bleib vielleicht doch verstrahlt. Wo geht's denn hin? Mutter der Strahlung. Hilf bei der Verteidigung von Covenant. Ich kann gerade nicht. Ich bin gerade verstrahlt. Ist da irgendwas, weil das so hell ist? Gott. Ich merke gerade, dass mein Headset ziemlich laut ist. Da oben ist sogar so ein Ultra-Krabbelfähig und sie macht einfach. Sie rennt einfach durch, oder er? Das kann nicht sein. Eine Frau, oder? Folge! Ich folge ja schon. Da ist eine Frau. Aber was ist denn da jetzt? Was habe ich denn jetzt davon? Eine Strahlung, ne? Ich bin mir sicher, dass wir langsam dahin stehen. Oh, hallo. Wie? Ich habe Adalasser gebackt. Boom. Und nochmal. Zack. Ein mitgegeben. Your ass is gyro herring my. Nett Kacke essen. Oh. Ah! Bam! Ah! Oh fuck! Warum sagt ihr nichts? Wir sind ja schon. Wir bestehen ja noch aus Kacke. Super. Oh, sehr schön. Noch so durch. Bam! Und jetzt. Und. Batsch! Da ist noch einer. Hab ich den gekillt? Nee. Hopp, es sind so viele, das nervt. Ich muss jetzt hier. Ich will nicht so lange hier rumstehen. Hier ist es so. Ist es die Testung hier, der sie wird durchleben müssen? Doi. Hoppala. Gate gekloppt. Natürlich nicht mit Absicht. Da ist noch jemand. So. Ich glaube, das war's. Okay. Nee. Ah doch, das sind nur die Leichen. Öffne das Versteck. Leuchtendes Blutpaket. Juhu. Das sieht ja sehr, sehr sinnvoll aus. Die heiligen Elemente. Das heilige Element, Startgeber. Für Atoms heiliges Wort, sein Tisch führt innen. Führt innen. Aha. Farbe, Malpinsel. Irgendein Zeug, gekritzelter Text. M-O-T-H. Okay, haben wir es schon gefunden oder was? Mother? Mother? Könnte das Passwort sein? Ha, also hier ist auf jeden Fall Pisse drin, das sehe ich von hier. Was ist jetzt? Ist ja nichts, was ich irgendwie. Öffne das Versteck. Mother! Ich hab Motherfucker eingegeben. Sammle die Ikone ein. Okay. I gonna sammle the icon. Notiz aus Atoms Schrein. Zu diesem Schrein zurückkehren. An Atom denken. Seine Diener sehen alles. Aha. Verdammt nochmal, ja. Aha, ein Stinkboy. Gut, können wir uns einfach Portarina machen. Ha! Lächerlich! Ich dachte, das wird irgendwie hart. Diese Atomquest, um da aufgenommen zu werden. Einfach nur eine spirituelle Reise und irgendwas aufheben. Das war wirklich lächerlich. Das war lächerlich. Und schon sind wir bei dem Pimmelwurstkerl. Und den sprechen wir dann auch in der nächsten Folge an. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dann. Ciao, ciao.